Servus, grüß dich und hallo und herzlich willkommen zu Escape vom Tarkov und herzlich willkommen zu den Tarkov News. Und zwar gibt es heute ziemlich gesammelt ein paar News. Und zwar, seht ihr mich nicht mehr, könnt ihr euch schon mal auf den Black Friday freuen. Es gibt einen 30%igen Rabatt auf alle Versionen am Black Friday und ihr müsst aufpassen, das Ganze startet am 23. bis 24.11. Aber beachtet bitte, das ist die russische Zeit, also Zeitverschiebung natürlich mit unserer deutschen Zeit. Also hier bitte aufpassen, nicht dass ihr ganz knapp dran seid und dann das Angebot verpasst. Russische Zeit. So, dann was haben wir noch Interessantes? Ja, das Rating ist ein bisschen aktualisiert worden, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt so eine Test-Season, die ist jetzt noch aktiv, 10 Stunden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man hier im Rating jetzt mal nachschauen, indem dass man hier seinen Namen eingibt, was man bis jetzt geleistet hat. Also ich bin ziemlich noobig unterwegs, 332.000 XP, Level 22, 34% Überlebensrate, Kill Death 247, 95 Raubzüge und 22 Stunden habe ich bis jetzt gespielt. War das letzte Mal online vor 3 Tagen. Ja, die letzten Zeit musste ich viel arbeiten und ihr habt keine Livestreams und sehr wenige Videos. Also von dem her, ich hoffe, dass es wieder mal nächste Woche oder so ein bisschen mehr wird. Vielleicht schaffe ich auch am Wochenende mal wieder einen Stream oder so. Mal gucken, wie es die Arbeit und auch das Real Life zulässt. Ja, dann, ach ja, hier könnt ihr auch natürlich nach euren Freunden suchen. Dann könnt ihr hier Erfahrung, Tötungen, Abzüge, längster Schuss, Spielzeit, Eigentumswert und Handelsbewertung. Bei Eigentumswert bin ich komischerweise ziemlich hoch. Also ich hatte ja schon sehr viel und bin irgendwas bei 8 Millionen Rubel, bin unter den Top 10.000. Bei den Tötungen nur unter den Top 30.000. Und jetzt seht ihr auch mal, wie viele Leute dieses Game zocken. Also das ist auch mal so eine Hausnummer, wie viele Spieler das Tarkov mittlerweile hat. Und wenn ich jetzt hier irgendwas erfahren, 30.000 rum, geier, jetzt bestimmt noch nach unten auch noch einiges geben. Also sehr, sehr interessant. Hier könnt ihr natürlich auch noch einstellen, welche Map. Also jetzt hier zum Beispiel Shoreline, seht ihr dann, ist nur für Shoreline. Ziemlich cool gemacht eigentlich. Ja, ich habe euch natürlich den Link in die Kommentare, aber ihr seht hier eben Escape from Tarkov Rating und das ist hier oben jetzt auch mit reingeflossen. Also ihr seht hier das Rating. Dann gibt es ein paar neue Bildchen. Ein paar neue Leaks. Hier haben wir eine neue Weste. Schaut ein bisschen aus wie die Kommandoweste. Hier sieht man wieder schöne Details. Ist jetzt ein, was ist das? Ist das ein Mac? Schaut so aus, das ist ein Waffengewehr und das ist ein Mac. Auf jeden Fall cool. Dann hier neue Kleidung. Cooles Holz verleimt. Hier Tarnausrüstung. Camouflage. Hier eine Hose. Hier ein neues Kopfdesign. Und hier sehen wir ein neues Fahrzeug. Hier kann es natürlich zum Beispiel auch passieren, dass wenn sich die Maps ändern, dass solche Fahrzeuge natürlich auch noch auf andere Maps, sage ich jetzt mal, die wir jetzt eigentlich schon kennen, auf einmal andere Fahrzeuge dastehen. Das schaut ja irgendwie aus wie von der Scar. Irgendwie. Könnte sein, dass das die Modellierung des Scar ist. Und hier haben wir noch eine Pistole. Ja.
Das war noch dieses VIP-Material. Hier sehen wir das auch nochmal, den Black Friday. Hier haben wir noch ein echt schönes Bild, wie ich finde. Auch cool mit dem Cap nach hinten. Das, auf das würde ich mich auch noch freuen, wenn das eine Möglichkeit ist. Wenn man das Cap auch nach hinten aufsitzen kann. Aber so wie ich BSG kenne, wird es hier bestimmt Möglichkeiten geben. Ja, was möchte ich euch noch zeigen? Das Escape vom Tarkov Sherpa-Programm startet. Was ist Sherpa-Programm? Ich werde hier jetzt nicht alles vorlesen, könnt ihr gerne im Forum machen. Sherpa-Programm, da können sich Spieler quasi bewerben, die wirklich regelmäßig online sind und auch schon Erfahrung in Tarkov gesammelt haben. Und ja, die können dann Anfängern helfen, durch Tarkov zu wandern und die ersten Schritte quasi zu begleiten. Die bekommen dann auch zusätzliche Ausrüstung, eben die sie dann den Anfängern weitergeben können. Und da gibt es auch ein extra Sherpa-Forum, auch hier natürlich alles auf Englisch aktuell, wo man sich austauschen kann und auch die Neulinge sich hier reinschreiben können. Ich werde mich da nicht bewerben, ich mache das lieber über unseren Discord. Wenn ich Zeit habe, wisst ihr eh immer, helfe ich auch gern. Aber nicht nur ich, sondern auch viele andere Leute. Nur ein paar Namen zu nennen, Sven, David, Björn, Chendrix, sind da immer gerne dabei und wenn ihr sie fragt, nehmen die euch auch mit und ziehen euch ein bisschen durch Tarkov und zeigen euch die wichtigsten Kniffe und die wichtigsten Teile der Maps. Ja, wo wir eh beim Discord sind, wer noch nicht auf dem Discord ist, kann das gerne nachholen. Discord findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, genauso auch wie den Link zu dem Rating. Hier kommen auch solche Sachen eben rein, wie Chendrix hier mit dem Angebot zum Black Friday. Oder auch immer ganz aktuelle Infos, wenn ich wie jetzt in der Weihnachtszeit sehr viel arbeiten muss, halten euch die Jungs hier wirklich toll auf dem Laufenden, was jetzt ich vielleicht nicht immer schaffe. Ich werde das immer ein bisschen versuchen gebündelt zu machen, aber wenn ihr top aktuell informiert sein wollt, ist hier drin glaube ich auch immer ein guter Weg mitzulesen und natürlich auch andere Spieler zu finden. Ja, das wäre es eigentlich eh schon wieder gewesen. Ich hoffe, dass bald News zum 11.0er Patch kommen, mit der neuen Map und mit neuen Waffen und noch vielen anderen interessanten Sachen. Und ja, wir sehen uns bald wieder in Tarkov. Fit euch, Servus, euer Dr. Bü. Thank you.